Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Infovideo über den Stand des Redstone Hotels. Ja, nachdem der letzte Stream vorbei war und die Tür ja anscheinend immer noch kaputt ist, naja, egal, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe hier unten links, in diesem kleinen Bereich, eine Bar gebaut. Genau, die können wir uns gleich angucken. Und hier hinten entsteht so gerade ein kleiner Wald, sodass man hier, wenn man aus der Terrasse rüber guckt, dass man da auch so ein bisschen Landschaft hat. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt mal ganz kurz Nacht, damit wir hier einmal die Bar anschauen können. Guten Tag. Ja, kleine, aber feine Bar mit vielen selbst erstellten Getränken. Alkoholische sowie nicht alkoholische. Eine kleine Sitzecke mit versuchten Polstern. Ein kleiner Billardtisch. Hier ein kleines Regal mit Wasserflaschen, die voll sind, auch wenn es nur eine ist. Hier stehen dann die leeren Wasserflaschen, die dann aufgefüllt werden können. Genau. Ja, hier drin ist dann unser guter Alkoholkeller, sag ich's mal. Und hier hängen dann einmal die ganzen alkoholischen Getränke, deswegen auch FSK ab 18. Theoretisch kann man es. Theoretisch kann man es auch schreiben mit FSJ 18. Keine Ahnung. Ich kann mich da nicht überall aus, sorry. Und hier ist dann normales Wasser, still, Medium und Classic, kennt man ja. Alle mit eigener Beschreibung. Und ja. Ihr könnt gerne auf den Server kommen, wenn ihr wollt. Und könnt mal beim Hotel vorbeischauen. Das ist mein 10. oder 11. Plot. Dann könnt ihr hier einmal alle Getränke ausprobieren. Könnt euch totsaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon. Für diese kleine Folge. Es ist wie gesagt nur ein kleines Infovideo. So. Ja. Sag ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.